Desperate Studios. Back to Memories, the quick classic video game review. Fuck you! In der heutigen Episode das Spiel Back to the Future 3 für den Commodore C64. Hallo und willkommen zu einer weiteren Quick Review. Und heute geht es um das Spiel Back to the Future 3 von Imageworks, das 1991 für den Commodore C64 erschien. Der Film Zurück in die Zukunft war wohl der beste Beweis dafür, dass man es mit Fortsetzungen auch übertreiben kann. Imageworks jedoch haben dem ganzen cineastischen Langeweiler dann dennoch einen draufsetzen müssen. Die vier actionlastigen Sequenzen, in denen du entweder als Marty oder Doc ins Geschehen eingreifen kannst, orientieren sich an der Filmhandlung und werden durch Einzelgrafiken verknüpft. So reitet man durch einen gefährlichen Canyon, testet die Treffsicherheit an einem Schießstand oder man wirft mit Obstkuchen nach raubeinigen Bösewichtern. Im letzten Spielabschnitt sucht man dann auf den Dächern eines fahrenden Zuges nach speziellen Kolben, mit denen man sich bis zur Lok durchkämpfen muss. Neben Geschick benötigt man vor allem eines, nämlich einen schnellen Feuerknopffinger, damit man die ganzen Indianer und Cowboys gleichermaßen in die ewigen Jagdgründe schicken kann. Back to the Future 3 ist ein schwaches Actionspiel, das auf dem Markt eigentlich auch keine Zukunft hatte und heute nur noch dazu dient, um Leute wie den Angry Video Game Nerd an den Rand der Verzweiflung in seinen Reviews zu bringen. Die Grafik ist schlicht, die Farben gelb und braun dominieren den Bildschirm, Waggons und Häuser sind großflächig angelegt, die Sprites simpel, die Hintergrundgestaltung kärglich. Das Scrolling und die Animationen sind durchschnittlich. Die Steuerung bereitet stellenweise aber wirklich Kopfzerbrechen. Imageworks haben damals sich wirklich bemüht, dem Spiel durch Einzelbilder und Musik ein bisschen Leben einzuhauchen, aber leider vergebens. Das Gameplay offenbart besondere Schwächen. So hatte ich die ersten drei Level innerhalb kürzester Zeit durchgespielt, scheiterte dann jedoch bei dem unfairen Balanceakt auf dem Zug. Das rasante Scrolling ließ mir einfach keine Zeit, um Signalschildern und Wassertanks auszuweichen. Für die ganzen kuriosen Soundeffekte konnte ich mir nur ein mildes Lächeln abbringen. Back to the Future 3 motivierte früher Actionfreunde höchstens so lange wie der Kinofilm. Also gerade nur 95 Minuten und heute würde dieses Spiel wahrscheinlich niemanden mehr motivieren. Und deshalb fällt dieses Spiel gnadenlos durch. Die Grafik erhält gerade mal 50 von 100 möglichen Punkten, die Musik und Soundeffekte erhalten 40 von 100 Punkten und ja, grundsätzlich die Motivation liegt leider nur mit 20 Punkten ganz weit hinten. Und daher, heute kann allen nur geraten werden, Finger weg von diesem Retro-Spiel. Danke dir fürs Anschauen dieses Videos und falls du vielleicht noch ein paar andere Videos sehen möchtest, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Satire-Videos, es gibt Let's Shows und Let's Plays von alten C64er und Amiga-Spielen sowie PC-Spiele, es gibt Retro-Reviews und jede Menge mehr. Ich würde mich freuen, wenn du einfach kommentierst, abonnierst und dir die anderen Videos vielleicht anschaust. Bis bald! So that's game.